Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mario Kart 8 mit mir, die Thomas und Playgadon. Heute ist wieder Sonntag, also Mario Kart 8 Zeit, aber heute werden wir ein bisschen Random Talk machen und ja, das 200 Abonnenten Special war nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte, da Tim ja irgendwie die ganze Zeit Lachkrämpfe bekommen hat. Naja, zumindest davor, dann habe ich auch Lachkrämpfe bekommen und dann müssen wir uns erstmal zusammenreißen und dann ist das irgendwie so ein, ja, nicht so gute Rede geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, also werde ich es heute ein bisschen nachholen. Im Übrigen an all die, die Clash of Clans Folge heute nicht geguckt haben, frohe Ostern. Ja, Ostern ist ja heute schon. Ein Special habe ich mir jetzt... Dazu sage ich besser nichts. Ein Special habe ich mir jetzt eigentlich nicht so überlegt, hier heute für Ostern, denn wenn es in so... Alter! Wenn es um solche Sachen geht, bin ich nicht so kreativ und ja. Erstmal für den 200 Abonnenten-Special. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir die 200 Abonnenten erreicht haben. Inzwischen haben wir auch schon 208 Abonnenten, also das geht wirklich weiter voran und ja. Wer weiß, vielleicht haben wir dieses Jahr auch noch die 500 Abonnenten geschafft, damit wir es dem Holzfäller zeigen können. Ja klar, Abonnenten ist schön und gut, das zu haben, aber ich finde auch YouTuber, die das machen, sollten es auch mit Leidenschaft tun. YouTuber, die es nicht mit Leidenschaft machen, ich glaube, sowas gehört einfach nicht auf YouTube. Denn, ja, es gibt zwei Sorten von YouTubern. Einmal die Leidenschaftlichen und einmal die Fame-Geilen. Ich gehöre zu den Leidenschaftlichen, würde ich sozusagen sagen. Sozusagen sagen, okay. Joa, also ich habe mich dazu entwickelt. Am Anfang irgendwie war mir, da waren mir die Abos wirklich sehr wichtig und ich sollte nicht so nah an mein Mikrofon rangehen. Ja, aber inzwischen, es hat sich einfach zu so einem großen Hobby entwickelt. Ich könnte mir das auch gar nicht mehr aus meinem Leben weg vorstellen. Wegvorstellen, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Denn allein schon abends immer, allein schon wie viel Zeit ich hierin investiert habe, das ist wirklich unglaublich und es macht mir einfach riesengroßen Spaß. Wenn ich auch mal gut fahren würde, würde es noch mehr Spaß machen, Alter. So eine Homo-Scheiße, ey. Ja, also inzwischen hat sich das wirklich zu einem ganz großen Hobby entwickelt, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe. Aber es macht auch wirklich riesengroßen Spaß, ja. Also ich habe wirklich kein Thema, deswegen laber ich hier heute nur random Mist. Ich sollte hier... Komm, nein, nein, nicht Fünfter werden. Ah, fuck. Ah, Fünfter von Sechs ist nicht so knorke. 3, 2, 1. Und das habe ich gerade wieder zum Synchronisieren benutzt und voll vergessen aufs Gaspedal zu drücken. Aber egal, Fünfter sind wir ja schon mal wieder. Das wird dann wieder minus 3 Punkte heißen. Aber in Mario Kart... kann man auch noch in der letzten Runde Letzter sein und trotzdem Erster werden. Hier ist alles möglich. Auf jeden Fall. So, und jetzt die famegeilen YouTuber. Die famegeilen YouTuber sind die meistens, die sich beschweren, dass sie nicht so schnell Abos bekommen und ja. Also, ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel darüber. Er heißt Phil. Hallo Phil. Hier einmal eine Grüßung. Grüßung. Ja, also die famegeilen. Also, er hatte mal einen Kumpel, der irgendwie 2 Abonnenten pro Tag bekommen hat. Also... ich weiß gar nicht, woran man sich da beschweren kann. Und er hat sich trotzdem beschwert, dass es nicht so schnell vorangeht. Also das ist für mich schon echt famegeil. Ja, also wie gesagt, wer das nicht mit Leidenschaft tut, hat auch nichts auf YouTube verloren. Joa, heute ist ja Ostern und ich habe auch schon direkt ein Geschenk bekommen. Mario Party 10, also das werden Tim und ich auch die nächsten Tage Let's Playen. Also ihr könnt ja schon mal darauf freuen. Ach, ich bin so ein Spast. Wieso habe ich nicht die Banane benutzt? Die Banane. Ja, also Mario Party 10, ihr könnt euch sowas von drauf freuen. Denn Tim, der hat Probleme, irgendwie in Let's Plays zu sprechen, weil er dann immer lachen muss. Er ist einfach geboren, um zu lachen. Das ist wirklich so. Überall, in jeder Situation, weil der Typ ernährt sich von Schadenfreude. Ja, die meisten wird das gar nicht interessieren, was ich hier laber. Aber vielleicht gucken sich auch manche nur das Gameplay hier an und ignorieren mich, machen den Ton leise, was mir sehr traurig macht. Nein. Och, Junge, das Kart ist nicht dazu geschaffen, hier zu driften. Oder Link ist dazu geschaffen, nicht zu driften. Das kann natürlich auch sein. Und der Tintenfisch hat mich mit Tinte bespritzt. Oh. Okay, ich habe gesehen, wo es lang geht. Leider bin ich hier oben hergefahren, aber das ist ja egal. Ich nehme heute zum allerersten Mal Mario Kart vor Clash of Clans raus, obwohl Clash of Clans um 14 Uhr kommt und Mario um 17 Uhr. Das hat den einfachen Grund, dass mein Handy irgendwie nur noch 15% Akku hatte und das reicht auf gar keinen Fall für eine Aufnahme. Für eine Aufnahme muss ich meistens schon 30 bis 40% wegwerfen, also das ist schon richtig heftig. Ach, fick dich. Fuck dich. Es tut mir leid, wenn ich jetzt solche Wörter benutze, aber
Och! Du Mongole! Boah! Und das in der dritten Runde. Ich bin... Ah, fuck! Man ist die ganze Zeit Erster, aber dann in der letzten Runde kommen diese Spasten und überholen dich. Alter, ich könnte ausrasten. Die nächste Strecke ist hier am Start. Wie genau die Strecke jetzt heißt, habe ich auch keine Ahnung. Im Übrigen müsste ja bald das neue Mario Kart 8 DLC rauskommen, was Nintendo ja schon lange angekündigt hatte. Das DLC soll mit Animal Crossing zu tun haben, da ja eine Animal Crossing Strecke rauskommt oder zwei, ich meine eine. Und halt Animal Crossing Charaktere, was deuten lässt, dass uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine Ankündigung des neuen Animal Crossing Spiels erwartet. Was ich schon ein paar Mal gesagt habe, aber für die neuen Zuschauer, die jetzt dieses Mario Kart Let's Play gucken, vielleicht wissen die es noch nicht und ja, ich erwähne es lieber öfters als zu wenig. Ich freue mich riesig auf das neue Animal Crossing, ich werde es auf jeden Fall Let's Playen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Und das neue Zelda-Spiel wurde leider auf nächstes Jahr verschoben. Woran das liegt, habe ich wirklich keine Ahnung. Aber naja, was soll man machen, ne? Ich habe mich schon eigentlich riesig drauf gefreut, denn diese Grafik, die ist einfach nur so Bombe. Weil wer weiß, vielleicht entwickelt sich das mit einem neuen Zelda-Spiel wie GTA 5 für den PC. Das ist auch irgendwie jedes Mal verschoben wird. GTA 5 für den PC wurde ja jetzt wieder auf den April verschoben. Und wahrscheinlich wird es wieder verschoben. Und dann wird es wieder verschoben. Und dann wird es wieder verschoben, auf jeden Fall. Nein! Oh Mann! Alter, ich kann hier alle boxen. Link, hol dein Schwert raus und stech die ab. Egal. Wenn es Interesse geben würde, ich hätte irgendwie richtig Bock, mal wieder so Mario Kart 8 zu streamen, obwohl wir das nur einmal gemacht haben. Aber naja, das hat eigentlich riesig Spaß gemacht. Aber ich glaube, in Twitch ist. Auf Twitch ist es so. Stream macht erst dann Spaß, wenn der Chat belebt ist. Wenn der Chat nicht belebt ist, dann ist es ein bisschen, ja. Also, ich kann mich noch erinnern. Alter! Du Mongole! Ich kann mich noch erinnern. Alter, wann war das? Im Februar oder Januar? Nee, Februar, da haben wir. Ich habe einmal spontan Clash of Clans morgens gestreamt. Da morgens das Internet bei uns am besten ist und abends, da kannst du es nur in die Tonne treten. Da kann man noch nicht mal Videos in 144p schauen. Ja, doch. Aber es muss auch schon laden, also. Ja. Auf jeden Fall, da war der Chat sowas von belebt und es haben schon fast 30 zugeschaut. Das war. Alter, das, da hat mir das Stream wirklich Spaß gemacht. Aber irgendwie, wenn ich spontane Streams mache, schauen mehr zu, als wenn ich angekündigte Streams mache. Das ist richtig komisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Oh nein, nicht wieder Fünfter werden. Los, Harry, geh weg. Das ist das Problem, wenn man nur mit 6 fährt. Die Wario-Strecke, das ist, glaube ich, ein Remake von der Wii gewesen, oder? Ja, auf der Wii, auf das Mario Kart, da gab es diese Strecke auf jeden Fall. Und ja, ich nehme nie wieder Link mit diesem Kart. Das Driften klappt die überhaupt nicht. Ich muss hier andauernd vom Gaspedal runtergehen. Und das bei Mario Kart, das ist schon nicht normal. Irgendwas wollte ich sagen, aber das Problem ist, ich vergesse es immer während des Let's Plays und dann hat man kein Thema, worüber man sprechen könnte. Womit hatte es zu tun? Genau. Damit hat es nichts zu tun mit dem. ein neues Projekt sollte auch sein, New Super Mario Bros. U. Ich hoffe einfach, es wird sich ein bisschen angeschaut, denn das ist auch so ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich kann mich noch erinnern, das war damals das erste Spiel, was ich auf der Wii U hatte. Das erste eingekaufte, denn Nintendo Land war ja dabei, so. Ja, ich habe das gesuchtet wie sonst was. Ich glaube nach 23 Stunden oder so hatte ich es durch. An dem Tag, kann ich mich noch erinnern, war ich auch krank. Also hatte ich sogar noch schulfrei und hatte ich ganz viel Zeit zum Zocken. Boah, das war ein richtig geiler Tag. Inzwischen, Nintendo hatte ja auch angekündigt, dass irgendwie kein richtiges Mario mehr für die Wii U rauskommt. Da die ja schon langsam an der neuen Konsole arbeiten. Ja, was ich auch verständlich finde. Die Wii U ist ja schon seit 2013 oder 12. Alter, das ist schwer, ne? Ich glaube, November 2012 oder so. Ach, leck mich! Du Homo. Seit 2012 sogar, glaube ich, draußen. Ja, weißt du, der kriegt wieder so eine. Das ist mehr Glück als Verstand wieder. Und ich werde wieder Fünfter, weil wieder Asiaten mitfahren. Wenn Asiaten mitfahren, hast du kaum eine Chance, hier was zu reißen.
Weil die in Mario Kart solche suchtig sind. Die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause vor der Wii U, spielen Mario Kart 8 online und... Pff, keine Ahnung. Ach ja. Zurück zu Super Mario Bros. Ja, genau. Aber wenn wir... Dann gibt es jetzt wahrscheinlich Moralapostel, die so sagen... Mario Bros. Ist kein richtiges Mario-Spiel. Für mich sind das dumme Leute, die das brauchen. Das sind für mich wirklich dumme Leute. Denn Super Mario Bros. Ist eigentlich eines der allerersten Spiele, die es gab. Und ja. Also wer das Gegenteil behauptet, ist für mich nicht mehr irgendwie bei klarem Verstand. Ja. Mit der Diskussion war es jetzt... 4 Strecken haben wir gefahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es der Fall ist, lasst so ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keinen Mario Kart mehr verpassen wollt oder demnächst mal Super Mario Bros. Oder Mario Party 10 oder Clash of Clans oder FIFA, dann lasst doch ruhig ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.